Daten ausgelöscht. Als Artefakt wurde gefunden. Was kann ich jetzt erforschen? Abgeschlossen. Produktion Gehärte Maschine Projektile. Produktion abgeschlossen. Huha. Boah, da geht die Forschung ja noch fast so schnell, du. Produktion abgeschlossen. Okay, wir verlegen eins mal nach oben. Also, ihr könnt ja den Mod selbst runterladen. Ist nicht groß. Kann man auch mit Modem oder so runterladen. Gut, andererseits, wer Modem hat, wird das Spiel wohl kaum runterladen. Ist mit der neuesten Version kompatibel, wie man sieht. Kaum zu übersehen. Ach du Scheiße. Hä? Oh, noch was erforschen? Panzer berechnet Treibspiegelprojektile. Gott. Ah, coole Videos hier. Videos gefallen mir auch, ja. Die Videoqualität in-game ist... in-game, ja genau. Nein, außerhalb des Spiels, ja. Also die Videos, Zwischensequenzen so sind... Boah, da kommen sie schon wieder, hau ab. Wie will man denn das schaffen ohne Cheats, ey? Also gut, die ersten Mission gehen vielleicht noch, aber die späteren... Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Produktion abgeschlossen. Egal, wir schauen uns die späteren nochmal an. Scavenger-Basis oh Gott! Ja, es ist ein bisschen schwieriger, wie man vielleicht festgestellt hat. Hä, was? Geh weg. Geh weg. Geh weg. Verdammte... Oh, ja. Ja, genau. Geile Scheiße. Hard Mode, ja. Produktion abgeschlossen. Wem schwer noch nicht so schwer genug ist. Wobei, schwer war nicht schwer. Schwer war angenehm einfach, ja, doch. Energieressource. Ich fand's schön. Basis ausgelöscht. Also da kenne ich... Basis entdeckt. Produktion abgeschlossen. Wesentlich Schwierigeres kenne ich da. Artefakt wurde gefunden. Ja, Flammenwerfer, dann Müll, aber egal. Hab ich irgendwie nie benutzt, ne? Ich fand's irgendwie nie so toll, ne? Nee, nie. Nö, hab nicht nie benutzt, groß, oder? Ich hab's mal gebaut am Anfang, aber nie benutzt. Konstruktion abgeschlossen. Ja, also ich meine, brachiale Feuerkraft, das schafft man jede Mission mit. Also zumindest ich hab damit jede Mission geschafft. MK2 nehmen wir auch mit. Schauen wir uns das schöne Video an. Schaden von Maschinengewehre, ja. Ich fand die am Schluss nur noch sinnlos, aber egal. Produktion abgeschlossen. Kann jeder Produktion spielen, wie er möchte und gibt dir noch mehr als nur... Produktion abgeschlossen. Gott! Produktion abgeschlossen. Gott, ist das geil, mir so endlich... Noch mehr Fahrzeuge, ja Produktion gut. Abgeschlossen. Ja, da standen... Ne, die standen, glaube ich, auch im Originalkampagne da, oder? Ja, da standen, glaube ich, auch drei Fahrzeuge dann. Aber irgendwie haben die Produktion da weniger Schaden gemacht, glaube ich. Produktion abgeschlossen. Top, nehmen wir das Ölfass auf. Produktion abgeschlossen. Oh Gott! Riesenarmee. Produktion abgeschlossen. Also ich werde den Mod jetzt definitiv nicht mit Cheats durchspielen. Ich werde ihn auch so ohne Cheats nicht durchspielen. Nein. Konstruktion abgeschlossen. Vielleicht irgendwann in einem Jahr oder zwei Mal, ne? Produktion wenn ich abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Jetzt weiß, was ich Let's Playen soll. Und ich denke, hey, Let's Play doch nochmal Warzone 2100 in im Hard Mode. Artefakt wurde gefunden. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie die spätere Mission wird, wenn die jetzt schon so viele Fahrzeuge Produktion haben. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Und diese billige Infanterie Produktion überhaupt nicht da ist. Ich meine. Basis entdeckt. Produktion abgeschlossen. Jetzt bin ich mal gespannt, was da Produktion unten noch so auf mich wartet. Okay, macht mal alles platt hier. Ja, man kann es auch online spielen, ne? Deswegen gibt es auch wahrscheinlich Online-Modus. Was ist das denn, ey? HMG-Tower, hä? Hieß der nicht irgendwie anders, als ich anfing? Scavenger-Basis ausgelöscht. Huha. Das habt ihr nur davon, dass ihr euch mit mir anlegt. Ja, dann stirbt mal. Das habt ihr doch, das solltet ihr doch schon wissen. Produktion oh Gott. Abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Die lassen mir auch keine Ruhe jetzt mehr. Produktion abgeschlossen. Gott, sind die weit weg. Produktion braucht noch mehr Einheiten. Da, fahrt mal. Was? Ja, einige Sachen sind auch auf Englisch, auch wenn man Deutsch-Version nimmt. Was heißt deutsche Version? Auf Deutsche, da ja, einige Aussagen und Videos und so. Bla bla blub. Oh, da habe ich schon Ton hingebaut. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Schlecht von mir. Kein gutes Gedächtnis, der Kerl. Nee, echt nicht. Okay, wir nehmen mal alles, was wir da jetzt so da haben direkt und fahren mal da runter und schauen, was uns da erwartet. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Produktion ach du Scheiße.
Fahrzeuge noch und nöcher. Also der ist ohne Cheats durchspielt, der hat was vor, würde ich sagen. Also mit ist es natürlich einfach, weil man einfach ganz viele Einheiten bauen kann, aber ohne, boah. Artefakt entdeckt, Produktion abgeschlossen. Hua, ich hab's auch geschafft, Artefakt zu nehmen. Sie haben geschummelt. Heul doch. Jetzt will ich noch kurz schauen. Oh Gott, man hat eine Zeitlimit. Gott, wie hardcore ist das denn? Fahrt mal da runter. Hallo. Ich hab geschummelt, heul halt. Echt. Oh Gott, da stehen sie gleich mit Fahrzeugen und feuern voll. Gebäude wird angegriffen. Ja, interessiert mich gerade ein Scheiß, was die machen. Dann habe ich eben geschummelt. Es ist eh nur so Test. Gebäude wird angegriffen. Das ist gleich so scheiß Bunker und ach, hör mir auf. Hör mir doch auf. Ach komm, fahr wenig schneller. Das Zeitlimit hatte ich da mehr im normalen Modus. Komm, fahrt mal zu hier. Gott, oh Gott. Pff, Fahrzeuge ohne. Oh. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie die späteren Missionen damit aussehen. Warte mal, wenn hier runterkommt. Gott. Das sind bloß die Scavenger, ja. Die haben normalerweise zum größten Teil so scheiß Infanterie gehabt. Mit der ist dann nicht so wirklich was. Ja. Okay. Es ist schwierig, würde ich sagen. Ja. Egal, das werde ich jetzt eh nicht mehr spielen. Also von daher... Hardcore, ne? Wer es durchspielen will in Hardcore, der kann sich das suchen. Wie gesagt, man kann sich mit auf der Website runterladen. Viel Spaß, wenn ihr möchtet. So, was gibt's noch zu sagen? Ja, das war mein Let's Play von Warzone 2000... 100? Nein. Schönes Intro, also Links sind ja jeweils in der Videobeschreibung mit dabei, auch zu den deutschen Videos. Wer es gerne in Deutschland möchte, so wie ich, weil er Englisch, naja, wir reden alle so komisch in England, ne? Was noch? Können die schließen, kann ich blablabla. Ja, schönes Spiel. Also jeder, der irgendwie Strategiespiele mag, Echtzeitstrategiespiele ein bisschen mag, würde ich das Spiel empfehlen. Ja, doch. 4 von 5 Sternen. Hat es auf jeden Fall verdient. Gibt ein paar Kleinigkeiten, die stören echt, wie die Wegfindung. Ja, die nicht vorhandene Wegfindung, würde ich eher sagen. Dann dieses endlose Wiederholen von manchen Sachen, wie Rückkehr zur Landezone. Schön, ja, toll. Oder am meisten nervt der Laser-Satellit. Ach, herrlich. Ja, doch. Hin und wieder die Einheiten wegen rumstehen oder komisch wegfahren, dass sich gegenseitig total blocken, es stört ein wenig, ja. Also, vor allem, wenn man größere Einheitenmengen hat und durch irgendwelche Canyons muss. Grauenhaft. Aber trotzdem, ich finde es schön, wenn er viel forscht, ist es sowieso toll. Wenn ihr Earth 2150 mochtet, die anderen Teile habe ich ehrlich gesagt nicht gespielt, nur die Earth 2150 Trilogie, dann würde ich sagen, das Spiel mögt ihr auch, ja. Hat viel Ähnlichkeit, auch wenn es eine andere Story hat. Ja, doch, ich kann es empfehlen. Ich gebe dem ganzen Spiel eine 2, ja. Hat sie verdient. So, nach meinem kleinen, wie toll finde ich das Spiel, Ending jetzt hier, kann ich ja dann Schluss machen, ja. Ich mach Schluss, ich spring aus dem Fenster. Verdammt, ich wohne im Erdgeschoss, scheiße. Falle ich nur einen halben Meter oder so. Egal, ich spring trotzdem raus. Und dann sehen wir uns, hören wir uns vielleicht bei meinem nächsten Let's Play, was auch immer es sein wird. Auf Wiedersehen!